Und wir machen weiter. Und während dem kurzen Stopp gerade meine ich zu wissen, warum wir diesen Bastelkasten da bekommen haben. Exklusivstory! Drei Verräter aus begründetem Verdacht getötet! Ja, geh raus, Floyd. Neues! Hört mal hin. Ich liebe dieses Geräusch einfach viel zu sehr, um. Keine Ahnung. Ich kann den Satz einfach nicht sinnvoll beenden. Gut, gehen wir halt da hoch. Und wieso sage ich die ganze Zeit schon wieder halt? Ich wollte es nicht mehr tun. Aber ich mach's einfach weiter. Das ist scheißegal jetzt. So. Ja, und ich gehe wieder rein, weil irgendwas. Ich wusste, dass wir hier noch nicht fertig waren, nur ich wusste halt nicht mehr, was wir machen müssen. Molly! Wenn wir mit der Wache reden. Ich glaube nicht, dass er spricht. Wo bist du, Molly? Okay, jedenfalls ist der Kerl ein wenig zurückgeblieben, wie ihr es wisst. Schenken wir ihm unseren Bastelbaukasten, den wir für einen Credit bekommen haben. Ich hab was für dich. Nee, für 3- bis 5-Jährige. Genau das Richtige für dich. Wo bist du, Molly? So, und Molly kommt. Ah, Molly, endlich. Wer bist du? Ich bin Polly. Molly ist gerade zu Tisch. Polly? Na gut. Hast du meinen Kaffee? Aber ja, Sir. Ah. So muss er sein. Warum im Namen Omnibrains starrst du mich so an? Ich wollte mich nur vergewissern, dass der Kaffee nach Ihrem Geschmack ist, Sir. Ach so. Gut. Das ist ein Zug, den ich bewundere. Perfektionismus. Ein Bürger, der sich wirklich bemüht. Selbst wenn es sich nur um eine Kleinigkeit handelt, wie die Zubereitung von Kaffee Omno. Doch, doch. Was hältst du davon, wenn du in Zukunft für mich arbeitest? Ne? Molly scheint mir in letzter Zeit recht schlampig zu sein. Was für eine Ehre, Sir. Danke. Wunderbar. Willkommen an Bord. Das war... Was war denn das? Miracle Mud. Was? Auf dem Tiegel steht, dass er alles kann. Hör auf damit. Du ruinierst ja den schönen Teppich. Und viel Spaß auf Cygnus Alpha. Das war ja mal wonnig. Wenn der Kampf für die Freiheit immer so viel Laune macht, bin ich gerne Rebell. Ja, damit hätten wir auch jetzt den Beweis. Komm, wir setzen uns in den Sessel. Was? Oder nicht im Beweis, aber damit haben wir jetzt die Gewissheit. Wir Freiheitskämpfer können es uns nicht leisten, den ganzen Orbit lang in bequemen Stühlen zu sitzen. Naja, was auf jeden Fall passiert, wenn wir Kaffee Omno trinken? Um ihn in Gang zu bringen, benötigt man einen Kartenschlüssel. Ein Kartenschlüssel? Soll ich denn den hernehmen? Grüße, haben wir Genosse. Einen Kartenschlüssel? Das vielleicht? Ja, glaube ich ja, oder? ID-Code, Zeitcode. Trink Omnikodiereinheit. ID-Code, Zeitcode. Okay. Wir haben ja zwei Zahlen. Grüße, Genosse. Wir schauen jetzt mal hier. 2-1. Eine Legende. Zeitcode. Jetzt ist die Frage, was der Zeitcode ist und was der ID... Die ID-Code. Die ID ist, Mensch. Was würde denn Sinn ergeben? Grüße, Genosse. 6-1. Hm. 6-3-1-0-4-0-8. 6-3-1-0-4-0-8. Um ihn... Oh, ja. 6-3-1-0-4-0-8. Grüße, Genosse. Hoffentlich speichert er das zwischen, wenn ich da was eingegeben habe. 6-3-1-0-4-0-8. Komm, mach hin, ich hab's gleich eh wieder vergessen. Sechs, drei, eins.
0, 4, 0, 8. So, das war das erste. Und das zweite war... Grüße, Genosse. 213 0778 213 0778, und bitte Grüße, Genosse. 213 0778 213 0778. Ach, was wollte ich denn jetzt machen? 213 0778 0 7 7 8. So. Ich glaube... Moment. Die 213... wir fliegen mal zum Müllschiff, um zu schauen... Warum sag ich schauen? Um zu gucken, ob da jetzt die Tür offen ist, weil das haben wir ja immerhin... Also jedenfalls würde das Sinn ergeben, weil das stand oben auf dem Ding drauf. Und da davon nehme ich, also dann gehe ich davon aus, dass die ID, ich glaube, ich habe es falsch geschrieben, kann das sein? Ach, ich gehe jetzt einfach mal, ich gehe mal gucken, weil sonst sind wir da und ich schreibe mir das einfach nochmal separat gleich auf und dann können wir es da probieren und. Mhm. Jetzt kommen wir wenigstens nochmal an dem Mobs-Zeichen vorbei da unten. Ich werde mal drauf achten, ich habe es nämlich immer noch nicht gesehen. Ja, tatsächlich, hier hinten ist es. Mobs. Hahaha. Okay. Da gehen wir vielleicht hin, wenn das Let's Play vorbei ist. Hier, Spaßzone. Ist genauso schön. Ruhe und Frieden. Wie es einfach klitzeklein im Hintergrund steht und trotzdem wahrgenommen wird. Mobs. Ja, okay, ihr wisst aber auf jeden Fall, was wir vorhaben. Nämlich diese Luke zum Müllschiff zu öffnen. Damit wir da rein können, das Magnetfeld deaktivieren können. Und endlich das Auto haben. Also ich gehe von aus, dass es nicht richtig war, weil ich meine, ich hätte es falsch rum eingegeben. Aber wir können ja mal schauen. Schauen, ich sag schon wieder. So, los, geh da rein. Ah, hier steht was ganz anderes. 7829353. Nee. Noch immer nichts. Okay, ich muss leider die Folge bei 8 Minuten hier beenden, weil ich schreibe jetzt die ganzen Zahlen auf, die ganzen 3 jedenfalls, die wir haben. Und dann, versuchen wir das im nächsten Part nochmal und... Ja. Ne? Bis gleich.